Wie bereite ich mich auf ein Vorstellungsgespräch vor? Für ein Vorstellungsgespräch ist es uns immer wichtig, dass die jungen Leute, die sich beworben haben, sich wirklich mal mit dem Berufsbild auseinandergesetzt haben. Also das heißt, die sollten sich in irgendwelchen Medien, bei anderen Menschen, die vielleicht schon in der Ausbildung sind oder die schon mit der Pflege zu tun haben, einfach mal informieren, was heißt denn Pflege? Wir erleben immer wieder in Vorstellungsgesprächen, wenn ich frage, was sind denn Aufgaben einer Pflegefachkraft, dann höre ich immer als erstes Blutentnahme und mit Ärzten zu Visiten gehen. Das sind natürlich wichtige Sachen, die auch zu unserem Berufsbild gehören. Aber was wir immer wieder feststellen, ist, dass Pflege, der Begriff, was heißt eigentlich Pflege, in den Köpfen viel zu wenig vorkommt. Dass Pflege bedeutet, dass man Menschen bei der Körperpflege unterstützen muss, bei den Aktivitäten des täglichen Lebens unterstützen muss, wie Toilettegänge, Essen gehen, Zähne putzen, all diese Dinge. Da haben die jungen Leute häufig gar nicht so den Einblick, dass das auch mit dazugehört. Die finden den Beruf immer sehr interessant, nicht zuletzt wahrscheinlich auch durch die Medien und die ganzen Krankenhausserien, die es gibt. Aber die eigentliche Pflege kommt immer ein bisschen zu kurz. Da würden wir uns freuen, wenn die jungen Leute sich wirklich da ziemlich genau informieren, was heißt denn eigentlich Pflege. Dann ist es uns wichtig, dass sie vielleicht auch sich ein bisschen über das Klinikum Westfalen informieren. Gar nicht so sehr, wie viele ambulante Fälle haben wir pro Jahr, wie viele stationäre Fälle haben wir pro Jahr. Keiner von denen muss unsere Homepage auswendig lernen. Das ist nicht erforderlich, sondern uns geht es darum, dass die vielleicht wissen, ja, welche Standorte gibt es denn? Und auch mal überlegen, wie komme ich denn vielleicht auch dahin? Das ist uns immer wichtig, dass sie sich darüber auch ein bisschen informieren. Und ansonsten sollen die einfach so natürlich sein, wie sie wollen. Die sollen ruhig alles loswerden, was sie loswerden möchten und dürfen auch ganz viele Fragen stellen und dürfen auch nervös sein. Auch das gehört mit dazu. Das ist ganz normal und wir möchten einfach, dass die sich vorher ein gutes Bild gemacht haben von der Pflege. Also bei mir war das damals so, ich habe mir überlegt, warum habe ich mich für das Knappschaftskrankenhaus hier in Dortmund-Brakel entschieden, was bringt diese Einrichtung mit, vielleicht, dass man sich auch anschaut, was gibt es hier für Fachabteilungen, wofür interessiere ich mich vielleicht auch besonders und dass ihr einfach schaut, wenn ihr gefragt werdet, was sind eure Interessen, was sind eure Ziele hier mit oder in der Ausbildung, also was möchtet ihr erreichen, wo könnt ihr euch drauf einlassen. Seid einfach immer sehr offen in den Gesprächen, ihr könnt Fragen stellen, ihr könnt auch ein bisschen aufgeregt sein, das ist alles überhaupt kein Problem. Hauptsache, der Gegenüber von euch merkt, ihr seid offen, ihr möchtet diese Ausbildung unbedingt machen und ihr freut euch darauf, ja, diese Erfahrungen einfach mitzunehmen und dass einfach deutlich wird, dass ihr Lust auf diese Ausbildung habt, dass ihr wisst, worauf ihr euch einlassen werdet und dass ihr einfach zeigt, dass ihr der ganzen Sache offen gegenüber seid. Gibt es No-Gos? Ich finde es immer sehr schwierig in Vorstellungsgesprächen, wenn ich den jungen Leuten wirklich, auf Deutsch gesagt, alles aus der Nase ziehen muss. Wenn also Sätze nicht ausgesprochen werden, wenn immer nur so Stichworte in den Raum geworfen werden und den Rest können Sie sich schon denken, Frau Bettenbrock. Nein, das kann ich in der Regel nicht. Ich kann noch keine Gedanken lesen, leider. Das sind so No-Gos und aber auch, ich will nicht sagen Überheblichkeit, aber manche sind sich auch sehr sicher, was ihre Person angeht und verhalten sich dann auch dementsprechend. Also die sitzen nicht vernünftig auf ihrem Stuhl, die kommen rein und begrüßen die Leute nicht vernünftig. Das sind für uns auch No-Gos, die wir finden, die einfach gar nicht gehen. Hat Sie schon jemand mit einer Antwort überrascht oder überzeugt? Ich glaube gar nicht so sehr, dass einen Leute mit einer Antwort überzeugen, sondern oft ist es so, dass Leute überzeugen einen, man hat eine Bewerbung gesehen und denkt sich, so hundertprozentig passt das jetzt vielleicht nicht von den Noten her, da habe ich eher so ein bisschen Bauchschmerzen und dann kommen die rein und dann sind die aber so natürlich und auch so offen und erzählen also alles auch so, wie sie es gerade erleben und auch Schwierigkeiten, die sie vielleicht hatten, die dazu geführt haben, dass die Noten so entstanden sind, wie sie entstanden sind. Und das sind eigentlich junge Leute, die mir am liebsten sind, die wirklich ganz, ganz offen auch über Sachen reden, die auch nicht so gut sind. Also wenn jemand, 145 Fehlstunden hat und davon sind 100 unentschuldigt, dann weiß jeder, der Bewerbung liest, dass der blau gemacht hat. Und wenn die aber auch ganz ehrlich sagen, dann ja, da hatte ich eine Phase. Da war alles wichtiger als Schule
und zur Schule zu gehen und zu lernen und deshalb sind diese Fehlstunden entstanden, dann kann ich da sehr gut mit leben. Und dann sind die ehrlich und dann sind die offen und dann ist mir das manchmal lieber als die, die mir da irgendwas erzählen und Geschichten auftischen. Das kriegt man aber auch, wenn man viele Bewerbungsgespräche führt, kriegt man das schnell raus.